Das heißt, der Tom Kessel umgestürzt. Und scheint es dran zu sein. Also, wir haben gerettet. Da will ich ja wieder nicht. So, ich tease heute das halt mal nicht an. Wo sind wir denn? Bei der Simson-GP in Mülzen. Auf der E-Arena. Übelst teure Rennstrecke, ziemlich geil, sehr groß, modern, saubere Duschen. Man muss die Dusche festhalten, aber es ist nicht so schlimm. Trotzdem, hier gibt es eine ganze Menge lustigen Spaß. Ist aber auch intensiv, oder? Ja. Und nicht nur von der Strecke her, von, was sie kostet, auch vom? Vom fahrerischen. Was fahrerisch abverlangt. So, was hast du gestern gemacht? Eine Rolle vorwärts. Also ich habe gehört, er hat 3 Rollen vorwärts gemacht. Ja, die Strecke, es sind gestern beim Training schon ein paar Leute im Regen gefahren und ich habe schon Onboard gemacht. Das heißt also, ich bin ein bisschen mit dem Tom Seifen, dem Michel Deisinger, ein bisschen im Kreis um die Welle gefahren. Das war echt cool. Erkläre ich wieder die Strecke und dann geht's heute in den Tag. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. So, jetzt geht's auch schon los, die wilde Fahrt. Jetzt sind wir hier kurz vor der Geraden. Erst kommt noch eine schöne Rechtskurve und dann geht's erstmal Vollschwung ab. 3., 4., 5., 6. Wenn man richtig Mut hat, zieht man die Kurve vor der Geraden im 6. durch. Ist aber ganz schwierig. Jetzt kommt die Stelle auf der Geraden. Da ziehen sie mich immer schön ab, die Jungs. Schön, wie sie wegfahren. Gefällt mir gar nicht. Egal. Jetzt scharf anbremsen. 3 Gänge runter. Rechtskurve. Ungefähr 180 Grad. Auf die nächste Gerade. Dort schalte ich auch wieder bis in die 6. Ist wieder das Problem. Fahren die Jungs mal wieder ein kleines bisschen weg. Aber jetzt kommen die Stellen, wo ich besser bin. Bremse. Jawohl. Und ran da. Kleiner Verbremser von Michael. Und da kann man sich da eine reinziehen. Richtig cool. Und dann geht's wieder auf die nächste Gerade. Auch hier komme ich bis in die 6, aber gerade so. Normalerweise könnte man auch in die 5. Und jetzt kommt die Schikane, das sogenannte Infield. Rechtskurve, Linkskurve, Schwung mitnehmen, wieder zurück, wieder ans Gas, wieder Bremse. Das ist richtig hart hier. Das ist richtig, da muss man richtig arbeiten mit dem Körper. Hin, her, hin, her. Rechtskurve, jetzt rüberschmeißen, Linkskurve, zack, wieder ans Gas. Jetzt geht's wieder. 3, 4, 5, 6. Ich bin dort wieder am Anschlag, sind wir wieder an der gleichen Stelle wie am Anfang. Rechtskurve, bisschen gefährlich, rutscht man gerne weg und hier außen nicht auf die Kurve kommen, weil die haben ganz schön große Lücken. Jetzt geht es wieder im 6. Gang auf die Gerade, Vollgas, abducken und jetzt geht's ab hier. Und der 6. Gang dreht und dreht und dreht. Die schnellen Fahrer fahren hier ungefähr so 130, bei mir, ich schaffe nicht mal ganz 120. Ja, jetzt habe ich mich hier mal vorbeigebremst, mal sehen, ob das geklappt hat auf Dauer. Aber ich weiß schon, da kommt gleich wieder einer von rechts und nimmt mich vorne in der Kurve weg. Trotzdem cool, so müssen Kämpfer aussehen. Ah, da ist er wieder. So, das ist jetzt schon eine anderthalbe Runde. Ich entlasse euch jetzt in eine weitere Runde von hier ab, dass ihr noch ein bisschen Action habt und dann geht's weiter mit dem normalen Video.
So, wir sind jetzt hier auf der Starterstellung in der ersten Reihe, stehen bei unserem Zippo. Sag mal, was hast du denn eigentlich geplant heute? Wie, ist denn die, wie sind die Streckenverhältnisse und was ist passiert bis jetzt? Also bis jetzt ist gut. Den ganzen Vormittag hat es geschifft, gestern auch. Okay. Und jetzt ist trocken und ja, wir gucken mal, was passiert. Weißt ich du, was hoffe mal, es wird Top 10 für mich. Top 10? Also, sowieso. Es sind mehr als 8 Starter. Ja, ne? Ich, die Frage, nee, Quatsch. Also ich muss sind bloß 6, aber von daher. Das ist ganz gut. Weißt du, was ich mich bei dir frage, seit Jahren eigentlich schon? Wie schafft man denn das konstant, aber wirklich konstant, also über Jahre so langsam zu fahren? Das ist Ehrgeiz. Das ist Ehrgeiz. Du musst an was festhalten, an was du glaubst, und das ist und, langsam für die ja. Fans. Und warum machst du das? Na, weil ich, wer langsam fährt, wer länger gesehen. Warte, wo so. Steht hier? Ich steht's irgendwo am Moped dran. Wo haben wir es denn hier? Was? Hinten. LAG, langsam aber geil. Langsam aber geil. Herr Zippo, das ist ja so ein bisschen für uns das vorzeigige Objekt der Simson GP, weil da kommen nämlich immer Leute, die sagen mir, ah, Simson GP, ich würde ja so gern vorbeikommen, aber ich bin ja so langsam und so schlecht. Und wenn ich die und die Rundenzeit. Völlig falsch. Völlig falsch. Völlig falsch. Völlig falsche Einstellung. Kommt her, fahrt mit mir und alles ist schön. Es geht überhaupt nicht ums Moped fahren. Es geht ja eben auch um das Zusammensein und das, was wir auf der Strecke haben, das ist nämlich total cool. In diesem Sinne, ja, und was hast du jetzt vorgenommen fürs Rennen, wenn es 6. sind, jetzt mal im Ernst? Auf jeden Fall eine letzte Lang. Erstmal. Also und bescheiden wie ist das? 70%, denke okay, ich mal. Alles klar, dann will ich dich jetzt nicht aus deiner Konzentrationsphase nee. Reißen, okay? Ne? Augen zu und durch und wir drücken dir die Daumen. Was für eine Aufregung. War geil hier in Mülsen, hat trotzdem Spaß gemacht. Die Rennen waren zum Glück trocken. Im ersten Rennen habe ich das Kunststück geschafft und habe mich zweimal auf die Nase gelegt und bin trotzdem Dritter geworden. Habe ich einfach nur dumm angestellt. Rundenzeit war gut, aber das Ergebnis nicht. Im zweiten Rennen konnte ich dann gewinnen mit Ach und Krach, Schieben und Drücken, Hängen und Würschen. Hat Spaß gemacht mit Lando. Die ersten zwei Runden war richtig cool. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Siegerehrung. Und das erste Rennen habe ich mit der GoPro aufgenommen. Und jetzt werde ich euch die Highlights reinschneiden, wie ich zweimal auf der Nase liege, wie ich dann versuche, wieder nach vorne zu kommen oder das auch geschafft habe teilweise.
teilweise. Vielleicht als kleines Highlight. Deswegen ist das Video ein bisschen länger heute. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen sonnigen Tag. Schaut mal wieder rein. Das nächste Rennen ist leider erst in 7 Wochen, glaube ich. Und das ist auf dem Erzgebirgsring. Schaut mal bei uns auf die Seite www.simsongp.de. Guckt mal auf die Sponsoren, kauft bei den Leuten, weil das unterstützt unsere Rennserie. In diesem Sinne, sportfrei und bis später.